Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Sons of the Forest. Es ist noch abends. Wir sind in unserer Ersatzbase oder in unserer Absturzstelle. Und wir werden jetzt wohl erst einmal hier schlafen. Kelvin liegt draußen und pennt. Und wir gehen rein, wir schlafen drin. Wie sich das gehört, im Bett. So, wollen wir mal schauen. Kelvin liegt immer noch da, ist er jetzt erfroren, ist er steif? Nee, er bewegt sich. Es konnte ja möglich sein, dass er bei der Kälte hier irgendwie gefroren ist. Hier scheint sich nichts zu... Ein Häschen. Nichts zu bewegt zu haben über Nacht. Nehme ich jetzt meinen Kleider mit? Ich glaube nicht. Wir werden... Oder gehen wir erstmal nach Hause? Ich werde doch sehen, dass ich erstmal nach Hause gehe. Ach, das nehmen wir nicht mit, alles klar. Weg damit. Und hier ein Pfeil, den kann ich mitnehmen. Klebeband und Medikamente nicht. Wir müssen was trinken, wir haben Durst. Ist klar. Kann man hier drin nehmen. Klebeband und was zu essen. Hier haben wir nochmal Medikamente. Die Batterien nehme ich mit, auf alle Fälle. So, haben wir hier irgendwo... Hier, oh, zwei Granaten. Die nehmen wir natürlich mit. Weg damit, nicht, dass du das Unfug damit machst, mein Freund. So. Haben wir noch... Da hinten ist noch eine Kiste. Da muss doch noch der Koffer sein, da hinten. Ah, hier haben wir doch eine Uhr, die wollen wir nicht. Die können wir doch mitnehmen. Nee, wir haben zu viel. Aber die Limo, die den Energy trinkt, den können wir schon mal trinken. Da haben wir schon mal eine Ration trinken weg. Denn wir wissen ja, oh, hier ist ein Mumpels drin. Wir wissen ja, dass wir zukünftig unser Wasser abkochen müssen. Nicht, dass wir die Flatulenz kriegen. So, wir nehmen jetzt... Zu essen, habe ich was zu essen gehabt. Oh ja, ein bisschen Fleisch haben wir noch. Ist das schön? Nee, das ist noch nicht vergammelt. Können wir schon mal ins Nein hauen. Und was ist mit dem Wasser, was ich hier drin habe? Ist das schon... Die ist leer. Wieso ist die leer? Nee, die ist nicht leer. Das bringt uns auch nichts. Es zeigt zwar noch voll an, jetzt ist es leer. Ja, aber gut. Da hole ich, da trinke ich noch so ein Energy-Drink hier. Da weiß ich wenigstens, dass ich mir nichts zuziehe. Jetzt, perfekt. Und zu essen ist auch noch was. Dann hauen wir hier noch so ein Speckstück rein. Das bringt zwar nicht viel, noch ein Speckstück. Naja, das bringt nicht viel. Das ist ein Snack für zwischendurch. So, alles klar. Kelvin, na mein Freund. Folge mir. Kannst du mal den Kleider tragen? Gut, ich nehme den mit. Was ist denn jetzt los? Kelvin, was bist denn du für ein Spinner? Jetzt schreit er hier rum. Jetzt brennt er sich an. Kelvin, also... Ich wundere mich immer wieder über dich. Gut, alles klar. Ich schnapp mal mein Kleider und jetzt geht's los. Dir ist kalt und du bist nass. Ist klar. So, jetzt schauen wir mal auf unser... Wir müssen dort hoch. Alles klar. Richtung 7 Uhr. So, jetzt marschieren wir hier hoch. Und da müssen wir ja zu Hause ankommen. Und von zu Hause aus werden wir uns auf die Strümpfe machen. Und werden uns das Gewehr holen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können?
Stoffhetzen, Stoffhetzen. Das Seil, kann man das mal mitnehmen? Ne, wir haben schon mal genug Seil, aber den Kopf kann man mitnehmen. Den Channel. Oh, hier oben ist eine Brücke jetzt. Guck an. Das ist neu. Moment. So, ich habe mal erstmal das Näschen gepudert. So, jetzt müssen wir über die Brücke. Das ist das Beste, genau. Also, hier oben rum. Da werden wir gleich mal so eine Brücke testen, ob die halten. Das ist ein neues Element in diesem Spiel, diese Brücken. Diese Hängebrücken. Komme ich da auch mit meinen Kleidern drüber, nicht dass ich dort hängen bleibe. Garantiert nicht, seht ihr's? Ja, Kelvin, müssen wir einen anderen Weg suchen. Ich komme hier mit dem Kleider nicht rüber. Da habe ich ihn, ja. Also muss ich hier drüben irgendwo drüber turnen. Ja, Kelvin, komm. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen, dass wir nach Hause kommen. Wir haben doch heute wunderschönes Winterwetter. Du musst ja auch aufpassen mit dem Ding. Du bleibst an jeder Ecke hängen, an jedem Baum. Hoffentlich kriegen wir das Ding hoch, unsere Treppe hoch, auf unserem Turm. Bin immer noch Richtung 7 Uhr, bin ich immer noch richtig. Na ja, gut. Schau noch mal auf unsere Karte. Naja, es wird. Na ja, wir kommen auch hin, wenn wir auf dieser Seite des Baches bleiben. Kommt hier das Ding weg und weiter geht's, mein Freund. Wenn wir den Bach zu unserer Linken haben, wissen wir genau, dass wir nach Hause kommen. Ja, ja, da schnauft schon wieder. Da schnauft schon wieder. Kelvin ist noch da. Sich jetzt wieder ein bisschen erholt, können wir wieder ein bisschen flotter laufen. Hey. Wir sind gleich oben an unserem See, oder? Oh ja, da ist schon wieder Klipper klar. Ja, wir sind schon gleich zu Hause. Hier ist schon ein Elch. Hier ist unsere Wasserholstelle. Bleib ja, wo du bist. Ja, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind gleich zu Hause. So, ich schaffe das Ding gleich hoch auf den Turm. Also, man hat mir Tipps gegeben, wie ich fliegen soll. Ich soll den Kleider im Prinzip nicht zu steil anstellen. Das heißt, mit der S-Taste sehr, sehr behutsam umgehen. Das wollten ihr schon wieder hier hin, macht euch naus.
Jawohl, springen meine Spikes, nein. Da brauche ich selber nicht rumzuballern. So, ich schaffe das Ding mal hoch. Hoffentlich komme ich jetzt bis hoch. Naja, sieht gut aus. Sieht gut aus, ich kann ja nach oben steigen. Perfekt, jetzt sind wir hier oben. Aber da muss ich mir wohl einen von diesen Balken wegmachen. Sonst kann ich ja nicht naushüpfen. Ich denke mal, das wird auf diese Richtung hinausgehen, denn überall hier sind Bäume. Ich denke mir, hier runter zum Wasser und dass wir dann entweder nach links oder nach rechts wegziehen. So, ich lege das Ding mal jetzt hierher. Warum das sich so blöd hier herstellt, keine Ahnung. Bleib hier oben liegen, nicht dass da nur noch stürzt. Gut, wir haben unseren Kleider erstmal hier oben. So, jetzt werden wir uns mal hier umschauen. So, ist eine Frage jetzt. Wie kriege ich das Wasser oder kann ich Schnee schmelzen? Kelvin! Ach, ich hab überhaupt noch keinen. Habe ich einen Topf? Muss ich mal in mein Inventar gucken. Habe ich eigentlich schon einen Topf? Kettensäge haben wir? Ne, wir haben noch nicht mal einen Topf, oder? Doch, hier ist doch der Kochtopf, ist doch hier. Ausrüsten. Wir nehmen den mal mit. Und das Ding tun wir mal weg und jetzt stellen wir den mal ins Kaminfeuer. Kann ich den hier reinstellen? Ja, er steht drauf. Und jetzt kann ich hier... Jetzt müsste ich eigentlich Wasser reinmachen. Habe ich aber nicht. Na, Kelvin, kann ich den... Ja, ja, setz dich noch wieder ans Feuer. Ich hol mal eine Kanne Wasser. Da wäre es jetzt halt schön, wenn wir... Ich bewaffne mich am besten erstmal mit der Schrotze. Wenn wir zwei oder drei so eine Flaschen hätten, denn wegen jedem Liter Wasser hier irgendwo hinflitzen. Ich weiß ja nicht, ob man da Schnee reinpacken kann. Also es wäre eigentlich normal, dass ich in so einer Situation, in der wir sind, Schnee schmelze und den abkoche. Das ist genauso gut wie Regenwasser. So, ich hole jetzt mal eine Kanne Wasser und versuche die mal abzukochen. Ich habe das noch nie gemacht, werden wir sehen, ob das funktioniert. So, erstmal hier hinter ist der Kelvin. Ach, Kelvin dackelt mir schon wieder hinterher, alles klar. Denn den Topf, den werde ich ja nicht voll machen können hier am Wasser. Glaube ich nicht. So, jetzt rüsten wir uns mit dieser Flasche aus und füllen die mal. So, da habe ich eine so eine Flasche, die kann ich jetzt abkochen. Kelvin, hänge ich jetzt schon wieder irgendwo fest hier? Wo ist der Kelvin? Ach, da oben. Der läuft nicht übers Eis. Nee, nee. Kelvin läuft nicht übers Eis. Aber wir gehen jetzt auch mal durchs Tor rein. Verpiss dich. Wo ist denn Virginia überhaupt? Wo guckt die denn wieder rum? So. Auf. Zu. So.
Unser Grill brennt nicht mehr. Nein, dann müssen wir jetzt mal wieder neues Feuer machen. Ich hab doch Schädel. Ich hab doch Schädel aufgelesen. Wo ist er? Ja. Dahin. Alles klar. Hüpp. Die stecken wir auch mal weg. Jetzt gucken wir mal unter den Kochtopf, wie man das mit dem Wasser machen kann. Wie wir uns Wasser abkochen. So. Nein, den will ich noch reinstellen. Und jetzt müssen wir wie komme ich jetzt an meine Wasserflasche ran? Muss ich die jetzt in der Hand nehmen? Hier komme ich jedenfalls nicht dran. Ich kann ja die, ich glaube, das Katzenfutter kann ich warm machen. So. Ausrüsten. Nee, das soll das doch nicht trinken. Jetzt hat er sich schon halb vergiftet. Wie kriege ich jetzt das Wasser dort rein? Da kocht irgendwas drin, aber was? Keine Ahnung. Sieht jedenfalls so aus, ob da irgendwas blubbert. Oder weil er leer ist, wird er gleich anfangen zu glühen. Ja, wie kriege ich jetzt das Wasser dort? Ich kann den Topf nehmen. Kelvin, was wird denn das jetzt? Aber ich komme ja hier nicht an die Wasserflasche ran. Gut, ich stecke mal jetzt mal den Topf ein. Ich nehme mal den Topf wieder mit, tue das Wasser weg. So. Jetzt gehe ich mal dorthin, um mal sehen, ob ich den da hinten voll machen kann mit Wasser. Das ist ja jetzt ein Scheibenwetter. Kein gutes Wetter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Da muss ich mich wohl erst einmal auf Energy Drinks beschränken. Wenn ich hier kein Wasser abkochen kann. So, ich glaube nicht. Doch, ich kann den Topf füllen. Alles klar. Jetzt habe ich den Topf voll Wasser. Ich werde verrückt. Jetzt turne ich mit dem Ding zurück und stelle den aufs Feuer. Dann müsste ja dann mein Wasser kochen. Mal sehen, wie lange das dauert. Und dann müsste ich ja eigentlich unsere Flasche füllen können. Die müsste ich auch ausgießen können, denke ich mir. Da müssen wir uns jetzt auch langsam im Frühling um Gemüse und Zeug kümmern, damit wir kochen können. Müssen wir ein paar Beete anlegen oder besser gesagt Blumenkästen hier außen dranhängen, die wir bepflanzen. Kelvin, Platz, ich komme mit Wasser. Es ist zwar noch kalt, aber ich will keinen Tropfen verschwenden.
er kocht. Und kann ich da Blätter einräumen? Kann ich da einen Tee kochen? Nee. Ich habe gedacht, ich kann jetzt mit den Blättern hier einen Tee kochen. Oder mit irgendwelchen. Geht auch nicht. Pilze kann ich hineinschmeißen. Ich kann eine Pilzsuppe kochen. Guanabären, Heidelbeeren. Also hier die Kamille oder das Zeug kann ich nicht verwenden. Ingwer, was ist denn das? Keine Ahnung. Also das kann ich hineinschmeißen. Geht das dort hineinzuschmeißen? Ja. Guanabären und Heidelbeeren schmeiße ich jetzt mal dort rein. Und ein bisschen Aloe Vera. Da koche ich mir einen Tee. Mal sehen, was draus wird. Mal sehen, was draus wird. Was hast denn du wieder gemacht, Kelvin? Wie siehst denn du aus? Ist unten irgendwas los? Bist du in die Spikes gefallen oder was? Da war der vor uns noch vollkommen sauber. Der macht ihn fertig, der Junge. Der Junge macht ihn fertig. Hier ist doch nichts. Mit dem er sich angelegt haben könnte. Naja, gut. So, wie erkenne ich jetzt, ob mein Süppchen fertig ist, mein Tee? Schmutziges Wasser gesammelt. Quatsch. Ausrüsten. Nochmal hier rein. Na gut. Ah, jetzt kann ich hier aussuchen, was ich da rein machen will. Jetzt habe ich sauberes Wasser, oder? Ist das Wasser jetzt sauber? Sieht so aus. Aha. Da kann ich so Beeren und Zeug reinschmeißen. Ich kann auch Beine und Hände und Köpfe abkochen. Ist was zu essen. Holzfällersaft. Hühnernudel, was? Hühnernudelsuppe. Da ist da aber kein Huhn drin, da ist Fisch drin. Hm. Na gut. Ich möchte aber sauberes Wasser haben. Das ist klar. Rausnehmen das Ding. So, jetzt habe ich einen Topf mit Wasser. Steht immer noch schmutziges Wasser. Wie lange dauert denn, dass das fertig ist? Ausrüsten. Quatsch. Wie erfahre ich, ob mein Wasser kocht ist? Gut. Wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Muss ich mal sehen. Ich kann ja Eierlikör. Da brauche ich Eier dazu, alles klar. Und Wodka. Oben steht zwar als erstes oben sauberes Wasser, aber wenn ich den jetzt ins Inventar packe, steht wieder da schmutziges Wasser.
Kochtopf schmutziges Wasser gesammelt. Alles klar. Ich habe ja bloß Angst, dass das mir verkocht. So gut, das lasse ich das kochen, jetzt gehe ich hier weg. Kelvin, du passt mal bitte auf, dass das Wasser nicht verkocht. So. Gucken wir mal auf unsere Karte. Virginia, wo ist denn die? Die ist da oben irgendwo. Alles klar. Ach, Kelvin, bleib da oben sitzen. So, jetzt schaue ich nochmal hier rein. Stein wollte ich eigentlich aufheben. Geht nicht. Hier unten, das kann ich hier unten noch reinräumen. Alles, was ich gesammelt habe. Mal gucken, was wir dabei haben. Was wir noch mal rausräumen können. Fleisch. Guckt, Fleisch kann ich ja auch rausräumen, genau. Ach, wie viel? Muss ich jeden Dollar einzeln rausschmeißen hier? Sieht's aus. Ich habe auch einen Haufen Knete schon. 1566 habe ich noch. Na ja, gut. Wie komme ich denn hier zu 999 Blättern? Na ja, gut. Mutantenrüstung. Tierhaut habe ich oben. Ich bin ja voll ausgerüstet. Habe ich überhaupt unsere Rüstung oben schon fertig bestückt? Muss man hochgucken. Oh ja, Kelvin. Ist die fertig? Die könnte fertig sein, oder? Nee, ist noch nicht fertig. Doch. Oh ja, alles klar. Nee, jetzt ist er fertig. Alles klar. Die war noch nicht ganz fertig. Jetzt haben wir hier so eine Schaufensterpuppe stehen. Wenn du da aber bei Nacht hochkommst, dann kriegst du aber einen Schreck vor dem Viech. So, ich habe hier einen Haufen so eine Portemonnaies. Habe ich noch welche einstecken? Müssen wir mal welche ausräumen. Zwei Stück habe ich. Haufen Federn habe ich auch. Uhren, 50 Uhren, das ist ja Wahnsinn. So, gut, wir nehmen auch mal so ein Portemonnaie. Öffnen. Öffnen. Sehen, was hier drin ist. Ah, wir können auf alle Fälle mal eine aufmachen. Entfernen, entfernen, entfernen. Öffnen, mal schauen, was hier drin ist. Ah, wieder eine Uhr. Die ist zwar weg, aber hier habe ich keine 51, alles klar. Gut. Wir müssen ja langsam auch seine Dinger leer machen. Die Regale, die quellen über. Mit diesem Schildkrötenpanzer werde ich mal. Da müssen wir nochmal hoch. Da müssen wir nochmal hoch an Strand. Wir haben bloß einen Schildkrötenpanzer. Damit wir einen Wassersammler bauen können. Ich weiß nicht, wie viel wir davor brauchen. Wie viel seine Solarpanelen habe ich? Das nehme ich nochmal mit. Ich springe nochmal hier hoch. Da passt garantiert noch eine hin. Seht ihr's? Ja, zack. Die ist so gleich verbunden, wie es aussieht. Jetzt haben wir vier Stück hier oben liegen. Stromversorgung muss langsam. Kelvin, du siehst aus. Geh dich mal waschen. So. Nach unserem Wasser gucken.
immer noch schmutziges Wasser. Oh, wie lange muss das denn jetzt hier kochen, das Wasser? Naja gut, ich werde jetzt mal den Topf nochmal nehmen, stellen wir nochmal aufs Wasser. Aufs Wasser, ja, ja, freilich, ich stelle den Topf aufs Wasser, aufs Feuer. Ausrüsten. So, gut. Da müsste eigentlich die Meldung kommen. Müsste irgendwo eine Meldung kommen, wenn das Wasser fertig ist. Du kannst den Topf bloß runterzerren und dann merkst du, hey, ist noch nicht abgekocht. Gut, alles klar. Aber das werden wir, denke ich, mir in der nächsten Folge herauskriegen. Das zeigt unsere Uhrzeit. Wir haben es auch 10.34 Uhr. Naja, ich hätte nämlich gern mir Wasser abgekocht, ehe wir jetzt hochgehen Richtung na, Höhle, wo wir das Gewehr finden. Wir, was haben wir denn hier oben? Habe ich hier noch was zu trinken? Wodka habe ich eigentlich relativ viel. Uhren habe ich hier liegen. Ah, hier. Kelvin. So, 5 solche Energy Drinks nehme ich jetzt mit. Dann nehmen wir mit. Ich will mal sehen, wie viel wir mitnehmen können. Kann ich mehr mitnehmen, oder? Schauen wir mal rein. Uns bitte ein paar Granaten aus. Wo sind denn die Granaten? Hä? Die waren doch immer hier oben, oder nicht? Ah ne, hier oben drinnen sind sie, alles klar. 7 Stück haben wir dabei, es dürfte mal reichen, denke ich mal. 7 Granaten dürften reichen. Und den Revolver, den legen wir uns auch mal irgendwo hin. Den legen wir uns mal auf die 4. Alles klar. Was hatte ich denn überhaupt auf der 4? Weiß ich gar nicht. Okay, zumachen. So, jetzt habe ich den auf der 4. Ja, lade den mal durch. So, jetzt haben wir einen Haufen, jetzt haben wir geladen. Was hatte ich denn auf der 4? Auf der 3 habe ich der Schrotze, auf der 2 habe ich der Axt. 5 haben wir einen Molotow, brauchen wir jetzt nicht, alles klar. Bogen. Wir behalten unsere Axt erstmal in der Hand, leg das Feuer weg, komm mein Freund. Leck, weg damit. So, alles klar. Meine Freunde, ich setze mich hier mal auf den Stuhl. Ich warte mal so ein halbes Stündchen. Mal sehen, ob unser Wasser gekocht ist. Alles klar. Ich setze mich hierher. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage dann erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und dann geht's hoch Richtung Höhle, wo wir das Gewehr finden sollen. Alles klar, ich sage immer tschüss.